Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe im Moment frei, kann mich voll und ganz meinem Unternehmen widmen. Ja, und habe für euch, wie ihr schon gesehen habt, ein neues Intro gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch und ich würde mal sagen, jetzt starten wir einfach mal. Allerdings ist der Kopf auch wieder einigermaßen klar und ich kann euch jetzt mal erklären, für die, die es als letztes Mal noch nicht gesehen haben, ich bin ja umgestiegen von einer Software Suite, kann man fast sagen, die im Abo verkauft wurde, also da muss ich jeden Monat so um die 50 Euro bezahlen. Den Hersteller der Software sage ich mal lieber nicht. Nicht, dass ich noch Ärger kriege oder so. Nein, aber die Software an sich war gut, aber sie war mir einfach zu kostenintensiv. Deswegen habe ich nach Alternativen gesucht und da die Software ja eh so ruckelig auf dem iMac lief, beziehungsweise auf dem MacBook, habe ich mir mal Software direkt aus dem Apple Store geladen und ja, das war einmal Pixelmator und einmal Motion 5. Pixelmator natürlich für die grafischen Arbeiten, die hier so anfallen, und Motion 5 im Speziellen für die Videos, die Animationen, Intros und so weiter und so fort. Und deswegen war es jetzt von größter Wichtigkeit, dass ich für die Vlogs oder für den Vlog an sich ein neues Intro mache und ich finde, es ist mir gelungen. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Ja, und was mich auch sehr freut, dass es so langsam bei Hashtag IT-Verstehen vorangeht. Da sind ein paar Abonnenten dazu gekommen. Hier natürlich auch, also für alle, die neu sind, bekommen jetzt mal von mir einen Daumen hoch. Und vielen Dank für euer Abo. Das bestärkt mich darin, natürlich noch weiter Videos für euch zu machen. Und ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Auch wenn gerade meine Stimme mal wieder versagt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Es muss am Wetter liegen. Keine Ahnung. Aber die Stimme gehe ich jetzt erstmal ölen. Ich werde jetzt erstmal schön mit Günther einen Kaffee trinken gehen. Bis gleich. So, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Frisch gestärkt mit Kaffee und Kuchen und jetzt habe ich für euch noch, der da lautet: Sei individuell, denke individuell und biete individuelle Lösungen an. Denn nur so hebst du dich aus der Masse hervor und musst nicht immer mit dem Strom mitschwimmen, weil wer mit dem Strom schwimmt, der geht auch schnell unter. Ja, also ein bisschen Individualität im Leben, im Unternehmen, das schadet nie und ja, das schreibe ich auch in meinem Unternehmen sehr groß, besonders was den Umgang mit Kunden angeht, biete ich immer eine maßgeschneiderte Lösung an, denn die meisten Probleme müssen halt individuell gelöst werden. Es gibt nicht das Patentrezept für alle IT-Probleme, es gibt natürlich Standardsituationen, Beispiel WLAN oder einen Router einrichten fürs Internet. Das sind nur zwei Beispiele. Aber der Großteil der IT-Probleme, die ich bisher hatte, mussten
individuell gelöst werden. So, das war so mein Real-Life-Tipp. Ihr habt schon gemerkt, der war so mehr an Unternehmer und Selbstständige gerichtet. Aber ich denke mal, auch im Privatleben kann man damit gut was anfangen. Und mit diesem Real-Life-Tipp beschließe ich diesen Vlog heute. Sag, wie man macht was, dann bekommt ihr auch was. Vielleicht mache ich diese Woche noch einen Vlog, kann ich euch aber nicht versprechen. Wir sehen uns aber spätestens Dienstag wieder. Und bis dahin sage ich